Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu Uncharted, die Nathan Drake Collection. Wir sind immer noch hier in meinem Lieblingsbereich des Spiels. Ich bin, glaube ich, noch nie so oft gestorben bei Uncharted. Jetzt? Oh, das muss ein Witz sein. Was für ein Chaos. Mist. Okay, Plan B. Moment. Wo willst du hin? Na, auf sein Schiff. Dort halten sie Sully bestimmt fest. Ich muss auf das Schiff. Klasse Idee. Das habe ich doch letzte Episode schon gesagt, als ob hier das Funkgerät und so funktionieren würde. Also, da hätten sie mir aber einen erzählen können dann, also. Ach, Mist. Wow. Was für ein Freak, ey. Au. Wir sind wieder irgendwo im Wasser. Leute, ihr wisst, wie ich es liebe. Lasertyp 1 weg. Lasertyp 2 weg. Oh, es wäre so schön, wenn es jetzt nicht mehr neu triggern würde und ich einfach an Land gehen dürfte, aber ich schwöre meinen Arsch darauf, dass dem nicht so ist. Cool, Präzisionspistole. Ich hätte die killed one-shot. Wahrscheinlich hier an den gelben Rohren hoch. Leute, lasst mich hochklettern, bevor ihr neu auftaucht. Oh, es triggern keine Typen, obwohl ich... Oh, das hat das... Das ist das Spiel mal nicht unfair, das ist nett. Seit langerer Zeit mehr kein Frust hier bei mir ausgelöst. Ich dachte, jetzt kommen wieder welche, wenn ich da hänge und... Wo ich, nicht unschuldig, aber wo ich chancenlos bin. Muss ich da runter? Sieht so tief aus. Neue Waffen. Alter, wie schwer der einfach gepanzert ist, der Typ. Nicht normal. Und greif dich, Nate. Zeig mal, dass du auch nicht gefrühstückt hast heute Morgen. Obwohl hat er wahrscheinlich nicht. Da wurde er noch gefoltert heute Morgen. Hier ist es aber... Das ist nichts für seekranke Leute jetzt hier. Okay, das sieht schon besser aus. Es sieht gar nicht gut aus. Sieht so aus, als legen die gerade ab. Kapitel 13. Raue See. Zack. Ein Wirbel weniger heil. Wie lange es dauert, bis mich irgendeiner von den Vögeln sieht. Und? Knack. So. Ist hier noch einer? Jetzt kann ich mir den einen gleich schon von hinten wegnaschen.
Ja, schön noch den Schatz aufheben. Oh cool, der guckt gerade nicht. Komm her! Was ist da los? Und schnell in Deckung. Oh, wahrscheinlich haben die anderen mich gesehen. Nein, nein, nein! Und das hat wahrscheinlich deswegen... Das sehen die einen ja dann immer alle gleichzeitig hier in dem Spiel. Die KI ist jetzt nicht so, dass jetzt ein Gegner einen sieht und die anderen dann nicht. Wenn einer einen sieht, haben alle einen gesehen. Hui. Ganz schön Wellengang hier. Komm nicht ins Staucheln, Nate. Oh, Nate sieht gar nicht so gut aus, wie er hier läuft. Nicht, dass hier schlecht wird. Hm, muss ich denn hoch? Ich hatte jetzt gehofft, dass hier irgendwo eine Leiter ist. Ach, wahrscheinlich da hinten, ne? Wo das Ding hochgezogen ist. Halt durch, Sally. Ich bin unterwegs. Durch, Sally! Nur noch ein bisschen kurbeln hier. Oh, Mist. Oh, im Ernst? Hör mal diese Raketenwerfer. Yo, guck mal, wie er... Was muss ich tun? Ja, das Schiff verfolgen, weiß ich doch. Der hat ein Motorbootschiff, was 500 km/h fährt. Guck mal. Habt ihr gesehen, wie schnell er gewendet hat mit seinem Ding? Wo muss ich denn hin? Erstmal Richtung Gegner, würde ich vermuten. Was machst du, Nate? Ah, er geht nicht in Deckung, ne? So, der eine ist hinüber. Oh, gar nicht so leicht hier. Man muss noch das Wackeln ausgleichen. Ist er tot? Oh, er ist tot, glaube ich. Okay, ich soll auf das Schiff... Ach so, wer ist denn da oben? Irgendjemand macht da Rauchzeichen. Hab ich gar nicht gerafft. Wer ist das denn? Das ist doch einer von denen, oder? Von den Bösen. Nehmt mich mit, Jungs! Schnell. Im Ernst? Oh Gott, ich dachte schon. Wir mögen keine Blinden passen. Das ist vielleicht auch nicht so gut, wenn ich hier alle töte. Wie soll ich denn das Schiff alleine steuern? So ein großes Schiff kann man doch bestimmt gar nicht alleine steuern, oder? Alter, das sind zu viele. Ja. Ist eine schlechte Situation jetzt hier gerade. Boah,
Es ist wieder eine wilde geht wieder zack, krank ab. Also ich muss auf aus Nettigkeit die einen Gegner beseitigt. Das darf doch nicht wahr sein. Dann kann ich die schön ausschalten nacheinander. Oh, das ist aber nicht schön. Och nee, im Ernst. geil. Komm schon, Nate. Wow. Ja, ich bin ja schon drüben. Ja, was dachte ich mir? Dass es hier direkt weitergeht. Nächstes Schiff, was kaputt geht, er leckt mich am Arsch. Oh, verdammt, kam das Ding her. Das könnte auch zwei spielen. Was kannst du da mal? Hä? Okay. Teilweise zielt der aber unmenschlich daneben. Durch die Welle durch. Nice. Okay. Ah je. Ich hab nur einen Versuch. Das sieht so weit aus. Das schaffe ich doch nie. Okay, das war zu spät. Das sieht aber auch aus, guckt euch das mal an, als würden die Schiffe ungefähr 100 km/h schnell fahren. Wie so ein Speedboot. Dabei sind das so alte, abgewrackte Kähne. Okay, da ist die Leiter. Ich hab nur einen Versuch. Kapitel 14 auf Kreuzfahrt. Das wird aber kein Wellnessurlaub, das kann ich euch versprechen. Habe ich irgendwelche Waffen? Okay, eine Pistole. Wo hier immer überall Schätze liegen. Unmenschlich. Huch. Das ist wie auf der Titanic hier. Wir hätten schon die Rettungsboote runtergelassen. Ja, nur wo? Komme ich ja nicht hoch, ne? Nach vorne komme ich auch nicht mehr. Die Lösung muss irgendwo hier hinten liegen. Ach, hier liegt die Lösung bestimmt. Jo. Guckt euch das mal an, wie das Ding wackelt. Und tap. Geschafft. Ganz schön am Taumeln, der gute Nate. Also jetzt ist uns Sully aber was schuldig, wenn wir ihn hier rausholen, wenn wir ihn hier finden. Was wir alles durchgemacht haben jetzt hier, also... Hat nicht gerade irgendwas geblitzt? Ey, der ist ein Gangster. Schießt er da aus der Hüfte? Hm. Muss ich hier hoch oder was?
viel Munition bin ich auf jeden Fall nicht gesegnet. Ach du Scheiße. Sieht aber nicht sehr safe aus hier. Hat ja nichts von Warensicherung gehört. Na, Piraten sind wahrscheinlich ausgenommen von der Warensicherung. Die haben ihre eigenen Gesetze. Na, ich wollte es gerade sagen, jetzt weiß jeder, dass wir hier sind. Na, du Gangster. Wow. Oha. Lustig. Die Umgebung spielt mit. Neue Gegner. Wo kam dieses? Er ist total unbeeindruckt von meiner Handgranate. Krass, der ist total unbeeindruckt von allem. Ein Geschenk! Wahrscheinlich muss ich den irgendwie mit der Umgebung hier platt machen, ne? Kann das sein? Der ist ja sowas von unbeeindruckt von allem. Gerade hat er ein bisschen reagiert, meine ich, auf meine Schüsse. Ist er down schon? Also, was heißt schon? Aber cool hier mit den Wellen, dass man dann so hin und her geworfen wird. Die Gegner aber auch. Was habe ich denn? Oh, ich habe eine volle Pistole dabei. Wow. Wow. Geil, die behalte ich mal. Kann ich zu... Ach so, okay, die kann ich... Dann kann ich nichts anderes mehr mitnehmen. Damit kann ich bestimmt auch nicht klettern, ne? Nee, schade. So, ich bin wieder hoch. Vielleicht hier? Hm. Oder muss ich da einfach nur rein hier in den... Ah, okay. Sah so kaputt aus. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man hier so einfach rein kann. In den Ladderraum. Cooler Pool, aber. In die Höhle des Löwen. Oh je. Verdammt. Ich darf keinen Lärm machen. Was? Der hat es noch nicht gesehen. Idiot. Präzisionspistole. Nice. Was heißt denn, ich darf keinen Lärm machen? Klar darf ich Lärm machen. Schon mal alle hier weg snipen, Junge. Wow. Und so.
den Helm zu verlieren. Wie kommt das denn? Oh, da ist noch einer. Das ist der gleiche. Der eine war doch down, oder? Jawohl! Was habe ich denn dabei? Die KAL oder KAL oder whatever. Gut. What? Wow. Wow, wow, wow. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Boah. Weg. Boah. Was? Alter. Die haben einen... Alter, was ist jetzt los? Jetzt wird man auf einmal hier wieder übelst gestürmt, wenn man in der Mitte des Raumes ist. Ja, mega fair, mega fair. Schrotpistole, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Nein. Was? Ich habe die Schrotpistole aufgenommen. Schrotpistole. Nein, werf die doch nicht da in die Kiste vor dir. Er ist total unbeeindruckt. Der Typ ist total unbeeindruckt. Und da kommt der zweite, der auch nochmal komplett gepanzert ist. Oh, ich liebe diese Stelle jetzt schon. Das ist wie übertrieben, das ist. Das ist einfach ein Typ, der mit Raketen schießt. Zwei Lasertypen. Zwei gepanzerte Schrotflintentypen. Und noch ungefähr 10 normale. Ach so. Die Position ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das Problem wird nur sein, dass sie jetzt gleich ankommen, genau, und mich von der Seite angreifen werden. Cooler Move. Oh, Schrotflintentyp. Und spätestens, wenn der Schrotflintentyp kommt, bin ich hinüber. Munition. Das ist ein Riesenproblem. Schrotflintentyp ist komplett unbeeindruckt. Auch von Handgranaten. Ich werfe eine Handgranate auf den und der verwundet, dass ich vielleicht weniger mal bräuchte als zwei komplette Magazine. Übrigens auf Schwierigkeitsgrad normal für alle Leute, die sich fragen, was hier gerade abgeht. Ach so. Ich bin jetzt gut.
Ja, das stimmt. Du bist tot. Was will ich denn machen? Was will ich denn machen? Ich komme ja gar nicht hier weg. Wenn ich jetzt sagen könnte, ich bin hier an der falschen Posi. Ach so, der trifft natürlich das mal. Dauernd low, ne? Also. Und da kommt auch schon einer direkt. Diesmal noch nicht mal ein Schrotflinten-Typ, glaube ich, sondern ein normaler. Ich könnte natürlich auch mal sagen, ich ignoriere die Lasertypen. Aber guckt euch das mal an, wie schnell die da runtergesprungen kommen. So schnell kann ich ja gar nicht. Geht's denn hier noch irgendwo weiter? Dann, nee, hier geht's auch nicht weiter. Guckt euch das an, der ist komplett unbeeindruckt. Oh, du hast nirgendwo. Man hat nirgendwo Deckung. Nee. Das ist unmöglich, Leute. Das ist unmöglich. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Dann lackt der einen da drüber über die Kiste. Also wenn es nur die Sniper wären und so, dann wäre es ja noch okay. Aber guckt euch das mal an, was hier abgeht. So, Schrotflinte. Sind die Gegner. Schrotflintentyp. Ich muss hier raus, sonst killt dich der Sniper. Oh. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Er ist unbeeindruckt. Er ist unbeeindruckt. Oh, so weit war ich noch nicht. Das sieht gar nicht so schlecht aus jetzt. Hab ich's? Hab ich's geschafft? Oh mein Gott. Ich glaube, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Nein, ich hab's nicht geschafft. Nein. Was geht hier ab? Findet ihn! Wow. Die Pistole hier ist auch komplett unbrauchbar. Oder man macht halt wirklich Headshots. So, wo geht's lang? Gut, liebe Leute. Ich werde hier einen Cut machen. Und in der nächsten Episode schauen wir dann weiter. Und schauen mal, ob wir Sully finden. Ich hoffe, es ist schwer, denn wir haben einen beschwerlichen Weg hinter uns gehabt. Und es wird langsam mal Zeit, dass dieser Weg ein Ende nimmt. Also, schaltet wieder ein zur nächsten Episode hier zu Uncharted, die Nathan Drake Collection auf meinem Kanal. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Silent.